Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Shadowbringers. Da ich jetzt leider Sonntag, Montag, Dienstag sehr mit anderen Videos beschäftigt war, hatten wir keine Zeit, den zweiten Teil des Oster-Events uns anzugucken. Kam jetzt am Sonntag oder so? Sonntagnachmittag? Ich glaube, ja. Und da habe ich halt leider Resident Evil 3 und so weiter noch gespielt. Aber hier ist jetzt der zweite Teil. Zur Wundereiersuche. So, hier wieder mit der kleinen Hasen. Okay. Was das so für die Leute, die sich das nochmal durchlesen wollen, wie immer hier einmal. Du bist doch, Verzeihung, das tut nichts zur Sache. Ich nehme an, du bist hier, um das gefüllte Ei im Empfang zu nehmen. Hier, bitteschön, da ist es. Es ist mit Keksen gefüllt. Okay, ja. So ein großes Ei, was kaputt haust und dann kommen da Kekse raus, nämlich. Ist das da unten? Oh, der Feed ist gestartet. Ach, wenn das mal nicht Kovadas ist. Der treue Freund meines kleinen Hildileins. Oh, nee. Ach, ja, der Verrückte. Natürlich läuft ohne Kle. Wo ist der Fade? Die sind da. 18% schon. Finde ich wieder zu langsam. Ich wollte es vorhin schon mal aufnehmen und da war ich halt auch zu langsam. Gesegnetes Wunderei. Schwieriges Wunderei. Großes Wunderei. Sehr gut, vielen Dank. Okay, jetzt den Fade erfolgreich abschließen. Dafür müssen wir hier durch.
Warte. Er hat das Kostüm an. Weiß doch nicht, ob wir das brauchen. Daneben. Oder sollen wir eine andere Klasse nehmen? Lass uns mal andere Klasse nehmen, die auch Punkte braucht. Genau, hier rennt irgendwie ein Hase mit umher. Der beschenkt halt die Kinder. Und natürlich hier die kleinen Spriggan. Schön alle in einer Reihe. Hey, ich will auch. Nein. Wir können ihn halt. Diese Eiergeschenke geben, die die anderen vorbereitet haben. Uff. Schon wieder. Es war wirklich wieder genauso knapp. Ich habe das mit einem Charakter auf einem anderen Server schon einmal gemacht. Und da bin ich halt zu spät gekommen. So, sollen wir mit der kleinen Hasen sprechen? Gibt nicht mal XP. Schade, schade. Na, mit dir. Ich muss mich bei dir bedanken. Das Fest ist bei unserem kleinen Besuch in Vorrang angekommen und sich dafür zu überholen. Nice. Da bist du, Kamerades. Und du auch, Nonota. Müde, aber hochzufrieden. Die Hasenparade hat Spaß gemacht, was? Eigentlich sollte ich ja dafür sorgen, dass keiner der Hasen aus der Reihe hoppelt, aber dann konnte ich mich nicht zurückhalten und habe mich einfach der Parade angeschlossen. Zitze. Amtsvernachlässigung nennt man das. Ha, ich würde es jederzeit wieder machen und die glücklichen Gesichter haben gezeigt, dass wir alles richtig gemacht haben. Dir aber haben wir es zu verdanken, dass wir Freiwillige fanden, die für uns die Eier mit wunderbaren Geschenken gefüllt haben. Sie haben sich alle bei uns gemeldet, als sie von deiner Teilnahme hörten. Okay. Aber Hauptsache Gottbert kommt da angelaufen, nur mit dem Hasenkostüm an, oder? Wenn du Lust hast, dich wieder in die Reihen der Langohren zu gesellen und Kinderherzen zu entzücken, dann kannst du das jederzeit wieder tun. Was gibt's denn jetzt noch?
Oh, es gibt einen feinen Hasenanzug jetzt. Okay. Ein feiner Hasenanzug. Okay, warte mal. Hier irgendwo wieder hinstellen. Wieso? Okay. Irgendwie wird das nichts mehr mit mir hier. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen dem feinen Hasenanzug und dem normalen? Ich schwöre, gleich lösche ich was. Ah, okay. Okay. Er hat jetzt einen Kragen mit Schleife. Ja, wie nennt man das? Jetzt komme ich nicht drauf. So eine umgekrempelten Ärmel ähnlich. Okay, jo. Noch einen zweiten Hasenanzug, beziehungsweise eine veränderte Variante bekommen. Voller Erfolg, kann man machen. So, das war es dann zum zweiten Teil von der Wundereiersuche. Ciao, Leute.